Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Die Pico Neo 3 Link hatte vor kurzem jetzt ihren Beta-Launch und einige von euch haben das Gerät schon. Und ich würde sagen, der Launch war im Großen und Ganzen doch positiv. Besser als bei der G2 zum Beispiel, ne? Ja, viel schlechter geht's auch nicht, ne? Aber das war auf jeden Fall in Ordnung. Und auf dem MRTV Discord-Server, in dem Pico Neo 3 Link-Kanal, da geht's richtig rund. Die Leute helfen sich gegenseitig, es ist fantastisch. Also, wenn ihr Fragen zur Pico Neo 3 Link habt, dann geht auf jeden Fall auf den MRTV Discord-Server, der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Ich bekomme super viele Fragen von euch und ich möchte sie alle beantworten. Nicht alle in diesem Video, aber die eine Frage, die ich doch immer sehr häufig gestellt bekomme, ist: Wird die Pico Neo 3 Link geladen, wenn man sie mit dem DisplayPort-Kabel im PCVR-Modus benutzt? Und das ist eine super gute Frage, denn man möchte ja wissen, kann man so lange spielen, wie man möchte, oder entlädt sich das Gerät? Also, die Pico Neo 3 Link bekommt eine kleine Ladung über das Kabel automatisch, aber das reicht absolut nicht. Man kann vielleicht ein bisschen länger spielen, vielleicht ein halbes Stündchen länger oder so, aber es ist auf keinen Fall so, dass man jetzt entspannt 24 Stunden lang irgendwie in einer Simulation sein kann. Das ist natürlich sehr schade. Aber es gibt da eine sehr einfache und auch recht preisgünstige Lösung, denn ich zeige euch das mal. Hier unten am Kabel ist noch ein Anschluss. Vielleicht ist euch das noch gar nicht aufgefallen. Ich zeige euch das jetzt mal. Da ist der Anschluss, ganz genau. Und da könnt ihr ein Netzteil anschließen. Und ich habe hier mal eins bestellt bei Amazon. Kostet 10 Euro. Ja, gibt es auch noch wahrscheinlich günstiger irgendwie in einem Elektrofachladen, aber das gibt es für 10 Euro bei Amazon Prime. Und ja, das kann man dann hier anschließen. Und dann soll man so lange spielen können, wie man möchte. Und ganz genau das werde ich jetzt mal hier in diesem Video ausprobieren. Also bleibt dran, schaut das ganze Video. Denn genau damit geht's jetzt los. Und hier ist es, das erste Unboxing eines Netzteils hier auf MRTV. Aber gut, ist ja für einen guten Zweck, nämlich, dass man die Pico Neo 3 Link so lange benutzen kann, wie man möchte, im DisplayPort-Modus. Und ja, das Netzteil ist halt ein ganz normales Netzteil, Standard. Ja, so sahen Netzteile früher aus, als man noch jünger war als jetzt. Da hatte man noch kein USB-C und diesen modernen Kram. Und genau das sieht so aus, genau, 1 Meter lang und das reicht, denn es muss nicht zum Headset selbst gehen, sondern nur hier zum DisplayPort-Kabel, denn hier ist der Anschluss und das Ganze passt perfekt, wie Arsch auf Eimer. Und das werden wir jetzt mal austesten. Und hier sind wir in Microsoft Flight Simulator in der Pico Neo 3 Link. Und ja, jetzt kann ich das endlich spielen und zwar so lange ich möchte. Ja, nicht, dass ich jetzt hier 10 Stunden lang drin sitzen würde, weil ich einfach leider keine Zeit habe. Aber ich weiß, dass einige von euch das tun. Ja, hier bin ich also. Schön. Allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt hier die Auflösung ein bisschen runtergestellt, einfach mal zu schauen, wie viel FPS ich da bekommen könnte. Und ja, da bekomme ich gute FPS hier. Genau, 50, 60 so. Und es ist natürlich immer so gut, hier über Manhattan zu fliegen. Ich denke, das werde ich im echten Leben wohl nicht machen. Schön. Aber definitiv, da kann ich die Auflösung noch ein bisschen hochstellen. Hat das Ganze jetzt runtergestellt. Aber genau, hier geht es jetzt ja nicht um Microsoft Flight Simulator, sondern einfach nur, um zu testen, ob das klappt mit dem Netzadapter. Und ja, ich habe schon hier vor der Aufnahme, schon ein halbes Stündchen gespielt. Das Ganze wird aufgeladen, verliert ja keine Ladung und man kann jetzt hier so lange spielen, wie man möchte. Ja, es funktioniert. Also die 10 Euro sollte es euch wert sein. Aber natürlich schade, dass es nicht in der Box lag. Ohne Frage.
Das wäre also viel, viel besser gewesen, ne? Hätte die vielleicht 2 € im Einkauf gekostet und wäre dann noch ein kompletteres Bundle gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Naja, aber gut, die 10 € gönnt euch das Kabel, das Netzteil, denn dann könnt ihr so lange spielen, wie ihr wollt. So, ich habe gerade ein halbes Stündchen gespielt und ich habe gerade mal reingeschaut und kann auch noch mal reinschauen. Und jawohl, da steht's. Wir haben noch 100% Batterie. Es geht also, das hier ist die Lösung für euer Batterieproblem. 10 € bei Amazon. Schade, dass es nicht in der Box lag. Ganz ehrlich mal, es hätte Pico vielleicht $2 gekostet im Einkauf und ja, ihr hättet sofort unendlich lang spielen können. Ne? Aber nee, war leider nicht dabei. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr länger als 3 Stündchen spielen wollt mit dem DisplayPort-Modus. Ne? Und ist auch eine gute Lösung. Das Ganze kommt eben hier unten ans Kabel ran. Und dann habt ihr auch nicht irgendwie hier oben was dran. Also es ist eine gute Lösung, auf jeden Fall. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt zur Pico Neo 3 Link, dann könnt ihr doch die Fragen einfach stellen. Und zwar im MATV Discord-Server. Da gibt es extra einen Kanal dafür. Da bin ich, da sind viele andere, die das Gerät jetzt gerade bekommen haben. Und wir helfen uns da gegenseitig. Ist eine super tolle Community dort. Und der Link ist unten in der Beschreibung dieses Videos. Ja, das war's auch schon. Das war ein kurzes Video, aber ich hoffe, es war hilfreich für euch. Wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann tut das auf jeden Fall und klickt auf das Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Und ja, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und über einen Kommentar für den Algorithmus würde ich mich natürlich auch freuen. Und jetzt freue ich mich aber drauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Ciao.